Was wir die Wochen zuvor gezeigt haben, gerade gegen Leverkusen, Nürnberg, Frankfurt, die Spiele, wie wir da aufgetreten sind, so müssen wir wieder auftreten und viel laufen, viel ackern und jeder für jeden da sein. Wenn man einen Zweikampf gewinnt, verliert, dass gleich der nächste da ist und dass man einfach zusammen das schafft und so muss das sein und so müssen wir in Augsburg auftreten, dass jeder für jeden da ist. Ich glaube, du brauchst jetzt nicht anfangen zu rechnen, das macht dann einfach nur jeden bekloppt, wenn du jetzt anfängst, auch wie spielen die und wie können die da spielen. Ich glaube, das solltest du gar nicht machen. Du sollst jetzt nur auf, oder wir sollen jetzt nur auf uns gucken und das nächste Spiel ist Augsburg und darauf gucken wir jetzt, darauf bereiten wir uns die Tage vor und dann müssen wir da gewinnen. Jeder muss einfach im Kopf kriegen, dass es um alles geht und dass wir kämpfen müssen, Vollgas geben und das Spiel mit aller Macht probieren zu gewinnen. Das weiß Dennis und das weiß die ganze Mannschaft, wissen das. Es geht nur über den Kampf, es geht nur über Kratzen, Beißen, Treten und dann im Endeffekt hoffen, dass man eben dann wenigstens die Relegation schafft. Klar, der Abstiegskampf ist nicht einfach, das merkt man ja. Das ist für alle eine schwierige Situation und ja, ich hätte es gern anders gehabt, aber jetzt ist es dieses Jahr so und wir müssen jetzt alles geben, dass wir in der ersten Liga bleiben. Ich glaube, im Moment gibt es kein anderes Thema, das hört man ja einfach hier in den Medien auch. Der HSV muss in der ersten Liga bleiben und wir müssen es mit aller Macht probieren, dass es so passiert.